Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Tales of Cisteria Stream. Beim letzten Mal haben wir erfahren, dass der Papst dieser Religion, die wir haben, keine Ahnung, was es genau ist, aber auf jeden Fall dieser Papst ist verschwunden. Aber das ist nicht alles. Dieser Papst hat scheinbar schlimme Dinge getan, weshalb unsere Rose den Auftrag bekommen hat, ihn zu töten als Assassine, die sie nun mal in ihrem Nebenjob ist oder als Nebenjob Hirte und vollberuflich ist sie eigentlich Assassine. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir heute rausfinden, was es genau auf sich hat mit dem guten Papst, beziehungsweise dem bösen Papst, wahrscheinlich toten Papst. Aber legen wir einfach mal los. Ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt. Ja, ich glaube, das ist auch alles. Guten Abend, Vivi, und dann wünsche ich mal guten Appetit. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wo muss ich überhaupt hin? Sieh dich in der Schreinkirche um. Die Schreinkirche ist wahrscheinlich... Ich guck mich mal kurz um. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo die... Aber die Kirche würde ja in der Stadt sein. Gehen wir erstmal davon aus, dass die Kirche in der Stadt ist. Sieht schlecht aus. Aber eine Diözese ist meines Wissens nach was Kirchliches. Dementsprechend ist das da vielleicht der richtige Weg. Ist der Ton eigentlich in Ordnung? Ich höre fast nichts. Machen wir das mal so. Und wenn meine Dialogszene kommt, müsste das passen. Heißt das, du hattest Shaman gefangen und durch das Update ist Shaman jetzt weg? Habe ich das richtig verstanden? Oder ist nur dieser Glitch, mit dem es möglich ist, weg? Also nicht, dass ich diesen Glitch vorhatte, weil, ich will das Shaman-Event Tatsache so wahrnehmen, wie es stattfindet, wie es geplant ist. Welches? Okay, ich glaube, ich muss da hinten hin. Ich weiß übrigens noch nicht, was ich mit Pokémon mache. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe nur noch 5 Montage Zeit, bis Legends Arceus kommt. Also vielleicht mache ich tatsächlich auch einen Nuzlocke-Weihnachtsstream. Ah, okay. Also hattest du Shaman noch nicht gefangen. Weil ich erinnere mich, dass du mir das schon vor Wochen mal gesagt hat. Ich glaube, da war ich beim zweiten Orden, dass du Shaman Shiny Hunten gehst. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Ja, deswegen mache ich das auch nicht. Deswegen freue ich mich, wenn ich mal ein reguläres Shiny fange. Und ansonsten Shiny Hunten ist halt echt knifflig. Ich habe heute Well, that was easier than we thought. Okay. This looks like an auditorium of sorts for the believers. Sure looks like a small crowd. Ich erzähle gleich meine shiny Geschichte von heute. Nur 4098, war die nicht mal höher? War die nicht mal fünfstellig irgendwie die Chance? Ich erwarte jetzt gerade einen Dialog, deswegen ich erzähle meine shiny Geschichte gerade von heute und was ich über Pokémon Go gelernt habe. Freue ich darauf. Can you tell me the names of the Seraphim who hold the utmost power, known as the Five Lords? Musith! Oh, and Eumacia! Hyanawa and Almanach! Correct. Now, can you tell me the name of the last one, the Seraph who's worshipped here at the Shrine Church?
Motellus! That's right. Motellus is the Seraph who has given the entire Glenwood continent his blessing. The Seraph worshipped at the Shrine Church is Motellus? The Five Lords, huh? Big movers and shakers. I bet Motellus would know something about how to stand against the Lord of Calamity. He's got to. Is he really all that? Well, he's the leader of the Five Lords, after all. You must be Soray. Welcome to the Rowlands Church headquarters. I heard you were to visit. Please, come on in. Irgendwas wird wahrscheinlich mit diesen fünf Lords nicht stimmen. Ich meine, sonst hätten wir doch von denen schon mal gehört. Dann hätte doch hier Layla bestimmt die schon mal erwähnt. Oder zumindest vom Thema abgelenkt, wenn wir sie erwähnt haben. Ich erzähle meine Shiny-Geschichte gerade gleich. Aber ich glaube, die Shiny-Chance wurde mehrfach verbessert sogar. It's more magnificent than I'd even imagined. Ich meine, so... The architecture definitely dates it to the height of the era of Asgard. Halt doch mal die Klappe. Glad to see you're versuch impressed, was zu erzählen. But don't let your guard down. Ich meine, in X und Y wurde sie das letzte Mal richtig krass gesenkt. Beziehungsweise nicht das letzte Mal. Ich glaube, in Sonne und Mond wurde sie auch nochmal gesenkt. Also, aber ich hätte trotzdem schwören können, sie war höher, aber niedriger. Gut, da geht's wieder raus. Dann gehen wir mal weiter. So, ich erwarte gleich eine Anime-Cutscene. Oder zumindest eine Cutscene. Oder nicht. This inscription concerns the trial of the shepherd and the spiritual powers he obtains upon clearing it. Could the spiritual powers be real? Bzz, 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 bzz. Be real, real bees. Oh, bees everywhere. Wow. Just das haben sie nicht gut übersetzt. Das funktioniert nur im Englischen. It's like the lettering's meant to tell us something. But it's all gibberish. It must be some kind of code. Well, it does involve sensitive info. Maybe there's a hint to crack the code somewhere. Hey, what does the big rock thing say? I'm afraid I'm not really sure. The inscription is written in some sort of cipher, and the key to interpreting it is handed down only from Pope to Pope. So, I guess we'll have to get the Pope to read it then, huh? Ja, der ist tot. Obwohl, wahrscheinlich ist er dann nicht tot. Ja, obwohl doch, er wird tot sein. Something's wrong. Let's get out of here. I don't feel so good. What is going on? It's a Hellion's domain, just like when we fought Heldolf. Das wird wahrscheinlich dann die Kardinälin sein. Ich glaube, Ganondorf ist wahrscheinlich nicht hier. They're alive, but stone. It's like they've been turned to stone. Haben wir es vielleicht nicht mit einer Spinne, sondern mit einer Medusa zu tun? Da ist sie doch schon. Die Frau Kardinälin. Going home already, Shepherd? Huh? I am Cardinal Fortin of the Church of Rowlands. This domain, is it yours? Ah, so you can still move. Why don't you lend me your powers? For the sake of the people, of course. They asked me the same thing in Highland. I hardly think myself the equal of a Philistine like Bartlow. Sounds like something a Philistine would say. Charming, but sticks and stones and so on, young lady. Ooh, she's good. I have but one wish, to see my empire overcome this tumultuous era of chaos. A task only possible if the people are united. But Rowlands is far too expansive to unify the people through mere patriotism alone. Shepherd, do you know exactly what it is that the state has used for eons to keep an entire country in line?
Is it faith? Wahrscheinlich nicht. Yes, faith. It is the belief in their own salvation that inspires in people the greatest sense of unity when they band together against outsiders who share different values. Ja, okay, das klingt wieder wahrscheinlich. Meaning that my church itself should serve as the cornerstone for all of Roland's. Maybe in your mind. It is but the vision of one who would guide the people. With the name and power of the Shepherd, more people than ever can be brought to salvation. Then you should cooperate with the Knights. Wouldn't that really be what's best for everyone? I would welcome their efforts if they would simply bend to my will and do as I command. Natürlich. Even if they are a pack of loutish meatheads who can't figure out that their Pope abandoned them. Wait a minute, the Pope just ran away? You didn't have him locked up? I am not a street thug, child. The Pope, Mesedra, I should say, left of his own accord. Abandoning his duty to both the Empire and his followers. What, pray tell, would you call such a man? Pretty irresponsible, if what you're saying is true. Irresponsible is one word. And still there are so many fools out there who trust in such a coward. The Knights, for example. In order to bring the people together, we must find Mesedra and give him his due punishment. Punishment? Yes, the same punishment that befell those uncivil enough to mistrust me. Then we have a problem. We need the Pope to tell us the meaning of the inscription. Why? Cooperate with me, and it won't be necessary. I need to know, no matter what. Ah, I see. That's very unfortunate. So then you mean to say... What the? My body! That you reject my vision! Saray! Ach. Auf einmal seid ihr wieder da. We're leaving. Okay, der Trick ist neu. What? They broke through my domain and connected with the Seraphim, if only just for a moment. Oh, will I relish this? Spektralmantel. Um den Spektralmantel zu wirken und unsichtbar zu sein, okay? Du kannst dich an Hindernissen vorbeischleichen, die durch Sehkraftbewegung erspüren. Die dich sehen. Warum muss es so kompliziert geschrieben sein? Und unerkannt an Feinden vorbeihuschen, die dich mit ihrer Sehkraft finden, die dich sehen können. Gott, wer hat denn diesen Text geschrieben? Wenn du wasserempfindliche Feinde triffst, kannst du einen Kampfvorteil verschaffen. We disappeared? What the hell was that? It's called the Spectral Cloak. You've been practicing in secret, haven't you? That was sweet. We'll talk later. We've got to flee to the Knight's Tower. Ja, auf jeden Fall meine Shiny-Geschichte. Ich habe heute ein Shiny Glaceda, das Eis-Evoli, gefangen aus einem Raid in einem Weihnachtsoutfit und habe dadurch gelernt, dass Event-Pokémon aus Pokémon Go nicht auf Home übertragen werden können, was ich ein bisschen schade fand, weil ich hätte gern dieses Shiny in Pokémon Home gehabt. Egal, das war schon meine Weihnachtsgeschichte. Haha. Meine Pokémon Go Shiny Geschichte. Ging doch schneller als gedacht. So, und jetzt gucken wir hier mal weiter. Die Kardinälin ist auf jeden Fall sehr verdächtig. Naja, verdächtig eigentlich nicht. Sie hat es eigentlich zugegeben, dass sie eigentlich Böses im Schilde führt. Und natürlich das Volk nur unter sich vereinen will und nicht zum Wohle des Volkes, egal unter wem sie ergibt sich
der Tat. Nein, ich bin gespannt, wie ihre Dämonenform aussieht. Ich habe ja die Vermutung, es ist die Spinnenfrau, die wir in der einen Vision gesehen haben. Aber wer weiß. Got a dash. You go on ahead. Okay. Cool. Und so Stärke wurde gerade halbiert. Und die Aufpasser ist bei uns. His own volition? Unwahrscheinlich. Sorry, I couldn't get more details. We were sort of running for our lives. No, that is more than enough. I'm just relieved that you weren't captured. Thanks for saving us back there. It's the least I could do. Seraph Miklio, my humble admiration for your bravery. It's nothing, really. It is nothing. All you did was blind her temporarily. We have to do something about her domain. Those powers might help. Let's get the Pope to decipher that inscription. That'll be tough if we don't know where he is. The Knights have been hunting him for a year now with no success. Yeah, but they were assuming the whole time that the Cardinal was behind the disappearance. Guess what? I think I know where Popidope might be. Popidope? You do? The village of Gadadin on the southern part of the continent. We won't know for sure until we check it out, of course. How did you get that information? Well, let's just call it an industry secret. You know how it is. Of course. I should have expected no less from the wife of the shepherd. Let us send a search team to Gadadin. Ja, das war die Geschichte. Hold on a minute. The Cardinal already expects that our side will be searching for the Pope. A highly visible squadron of knights would essentially be a bright pink arrow pointed straight at him. However, we can operate covertly in small numbers. Let us handle Gadadin. But that's far too much to ask. Chill, Captain, we got this. What is it they say? Pope springs eternal? Yes? Nein, niemand sagt es. All ye who, don't go to Gadadin. Okay, settle down. My thanks, gentle shepherd. Sollten wir nicht hier erstmal die Lage erklären? Do you suppose we could get a pass to Rollins? I might be mistaken for an ally of the Highland Army otherwise. I have seen for myself the quality of your character. I shall prepare it immediately. Thank you. That's a load off my mind. There is something I would like to impart to you as well. Would you please step outside for a moment? Du hast so, du hast die, ich nehme an, du hast die Kohle für Raid-Pässe ausgegeben. Ich benutze ja immer nur die Fern-Raid-Pässe, die man die man für die eine Münze momentan kriegt. Raids sind halt nie so mein Ding. Ich sammle lieber die Pokémon. Deswegen finde ich es schade, dass man legendäre Pokémon nicht mehr über die Wochenaufgaben kriegt. Do you remember the art I used when we fought against one another? That is the Lion's Howl, an art passed down through our band of knights. I and my younger brother Boris are the only ones alive who know it. But now I pass it to you as well. Wilt thou accept? Nein. Natürlich akzeptiere ich nicht. Oh no. Lion's Howl! Nehmen wir es mal hier. Back off. Lion's Howl. Well, you're a fast learner. I must apologize that this feeble art is all an oaf like me may offer you. Don't say that. It's incredible. Thank you so much, Captain Sergei. You and I stand as equals. You may call me Sergei. Then you may call me Saray. Saray, I am loath to believe the Pope just abandoned his post on us.
But I also sense that there may be another side to this unfortunate story. I understand. We'll find the Pope and come back with the truth. Sollten wir nicht erstmal dafür sorgen, dass Godspeed hier alles in Ordnung ist, bevor wir den Papst hierher bringen, in die Höhle des Löwen? Oder besser gesagt, die Schlangengrube? Rose, was it the scattered bones who found the information on the Pope? Na, wer sonst? Maybe. Seeing where the church's money was going gave us a little hint. That's what I thought. You guys sure don't operate in the same way that the knights do. Of course not. An Assassin's Guild can't function without proper intel. Assassins, right. Here is your pass, Soray. Thank you. Our travel should be much easier now. I wish it were so. But we've received word that Byrocleff Ridge, which leads to Gadotten, has been blocked by rock slides. We could have been on the ridge right now. If only we'd been a little bolder. Rose! Wow. My punchline! Nicht punchline, pun. Und perfekt. What's the plan? You'll have to go through Cambria Caverns, south of the Meadow of Triumph. An underground passage, huh? No problem. Huh, that's your thing, isn't it? You bet it is. Ich frag mich ja, ob das mit den Wortspielen auch im Japanischen so ist. Im Deutschen offensichtlich nicht, weil in den Untertiteln funktioniert das nie, was da irgendwie im Englischen gesprochen wird, aber ist okay. Wortspiele sind schwer übersetzbar. So, wir wollen jetzt... Ja, wo war die Karte? Hier war die Karte. Wir wollen jetzt raus aus der Stadt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ich will... Nee, da nicht, da war die Kirche. Übers Ostviertel geht es, glaube ich, am schnellsten. Ich glaube, es wird Zeit, meine Weihnachtspläne zu offenbaren, denke ich. Also meine Weihnachtsstreaming-Pläne. Jetzt, wo das Weihnachtsfest so kurz bevorsteht, will ich mal ein bisschen erzählen, was ich vorhabe. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Morgen spiele ich tatsächlich ein Spiel, was ich seit Anfang des Jahres nicht mehr gespielt habe. Aber es passt thematisch. Ich sage nur Weihnachten in Familie. Und ich freue mich sehr drauf, das im Stream mal wieder zu spielen. Weil das, was ich morgen spielen werde, werden die wenigsten Leute, die das Spiel gespielt haben, wahrscheinlich auch selber gesehen haben, können wir vorstellen. Und ansonsten am 24. werde ich ab 10 Uhr Digimon streamen. Okay. Is it one of the Cardinal's guards? Saray, we have to trick the guard into thinking we're not here somehow. Ah, dezent. Ich bin aus Wasser. Oh, ein schneller Schritt. Am 24. werde ich ab 10 Uhr Digimon streamen. Voraussichtlich 5 Stunden. Vielleicht ein bisschen länger, mal schauen. 5 Stunden sind angestrebt. Think we lost the Cardinal with that? I sure hope so. Dann wäre am 25. würde ich nach aktuellem Plan Tales of Cestiria spielen. Vermutlich auch wieder ab 10, muss ich mal gucken. Entweder ab 10 oder ab 12. I ate too much today. My stomach's all achy. Oh my. You shouldn't stuff yourself like that, Rose. By the way, I was curious. Can Seraphim get upset stomachs or gain weight? To say it in a fairy tale sort of way, your thoughts become reality. What's that supposed to mean? We won't gain weight from consuming calories, but we will from thinking, I'll gain weight if I eat this much. Wie dumm. Whoa! So does that mean you'll be okay as long as you don't think like that? No. Denying the reality of things leads to malevolence. A seraph must not be detached from reality. So at the end of it all, you could say we're the same as humans. This is so confusing!
Nein, entweder hat sie dir Scheiße erzählt und sie nimmt doch durch Kalorien zu. Oder, es ist so abstrakt, sie werden so lange nicht dick, wie sie nicht denken, dass sie dick werden. Aber sie können sich dem Dickwerden nicht verweigern, weil das die Wahrheit... Was? Okay, cool. Darum kümmern wir uns am 25., denke ich mal. Ums Dickwerden, haha. Und dann könnte es sein, nach meinen aktuellen Möglichkeiten und wenn ich halt bedenke, dass ich nur noch fünf Pokémon-Tage habe, dass ich am 26. dann nochmal ein XXL Nuzlocke mache. Vermutlich auch so ab 12 oder so, mal gucken. Aber auf jeden Fall ist der Plan 24. Digimon, 25. Tales of Cisteria und am 26. voraussichtlich Pokémon. Aber da muss ich nochmal in mich gehen. Das sind aber die aktuellen Pläne. Und dann halt tagsüber. Weil XXL. So, wo will ich hin? Ach, stimmt, ich muss ja so zoomen. Haben wir hier irgendwo ein... Ja, bestimmt da vorne wieder ein Wegweiser. Hoffe ich einfach mal. War da irgendwo immer Wegweiser? Oder nicht? Doch, da ist ein Wegweiser. Sehr schön. Und ich bin mal gespannt, wie das mit den XXL-Streamen klappt. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht am 25. und oder 26. vielleicht auch noch abends streamen, aber das ist unwahrscheinlich. Sagen wir es so. Sagen wir es so. Beziehungsweise das wird dann spontan. Je nachdem, wie es läuft. Aber die XXL-Streams sind dann, wie gesagt, tagsüber. Über die Feiertage verteilt. Eine Truhe. Ach, verdammt, ich bin ja auch doof. Gucke ich mir den Wegweiser an und dann merke ich es mir nicht. Übrigens ist mir von meinen Tauschentwicklungen nur noch Kadabra geblieben. Und Dr. Strange würde ich gerne Weiterentwicklung zu einem Simsala. Im Laufe des Nuzlockes. Weil ein Simsala wäre schon sehr hilfreich. Wir wollen... Pendrago? Nee. Von Pendrago kommen wir gerade. Nordwesten. Die Camelot-Brücke. Falscher Knopf. Die Wiesen des Triumphes, da wollen wir hin. Okay. Nordosten. Ja, falscher Knopf. Nordosten wäre der Weg, das Grüne da. Okay. Und beim nächsten Nuzlocke-Stream, ob das jetzt nur am Sonntag ein XXL-Nuzlocke wird oder dann der Pokémon-Tag, da geht's in die vermutlich schwierigste Arena für mich, die Wasser-Arena, weil ich habe zwar jetzt Mickey, das Pikachu, aber eieieiei, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Warum spiele ich jetzt eigentlich wie schnell Solaire? Soray. Solaire, lol. Ready? Prepare yourself. Shape luminescence. Gotcha. Okay. Take this. Not yet. Courage. Strike. Come here. Now's my chance. I won't. Sleeping dragon. You won't hit this. Is it over? Oh, ich habe schon wieder kein Mana. Water. Here goes. Shred my form. Okay, Vivi, bitte, du hattest, glaube ich, gesagt, der dunkle Lord kann jetzt auftauchen überall, ne? Wie macht sich das bemerkbar? Macht sich das überhaupt bemerkbar? So, und ich werde jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen... So, zack. Und du... Nein. Du fliegst wieder raus. So, zack. So, das ist auch viel Schönes. Sehr schön. Ah, oh, come on.
have some humility. Air pressure. We beat it. It's time. Ey, verschwendet doch nicht meine Stoßanzeigen. Was soll denn das? Ah, okay, also die Welt um mich herum wird dunkel. Sehr schön. Das freut mich. Dann kann ich es also nicht übersehen, ob der dunkle Lord mehr auf den Fersen ist. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Oh, goddammit. Die sind ja überall. Ja, ich befürchte schon. Weil ich brauche ja die Erfahrung. Okay, deswegen. Ich mag das Kampfsystem echt nicht und ich werde damit auch nicht mehr warm. Gebe ich zu. Gott, vor allem. Dass ich halt immer so oft in der Luft rumfuchteln kann, das gefällt mir. Pretty good, right? Rainbow. Show him what for. Not yet. There, got it. Zack. Looks like we win. Cool, so, ich muss jetzt, glaube ich, nach unten, ne? Da lang muss ich, glaube ich, aber ich gucke nochmal. Nordwesten, Kamelobrücke, Osten, Wiese des Triumphes, Lastenbell, Stadt der Kunsthandwerker, Eifritz, Jagdrevier. Okay, wir wollen weiter nach Osten. Sehr schön. Moment. Osten ist in die Richtung. Ach, verdammt. Ich laufe in die falsche Richtung. Ach. Nein. Oh no. Okay. Here. Der große erste Fail des Abends. Ich sollte nach Nordosten laufen und wo laufe ich hin? Nach Westen. Das ist so dumm von mir. Da lang. Gehen wir durchs Getreidefeld. Da finden wir hier noch was. Was ist das? Ist das ein Monster? Es ist ein Monster. Keine Lust jetzt. Wir gehen schnurstracks da längs. So, ich muss mich auf jeden Fall. Ich werde mir auf jeden Fall vorm XXL-Stream nochmal angucken, was es ausmacht, wenn ich den Schwierigkeitsgrad anpassen würde. Weil das Spiel an sich ist interessant, sehr Anime-lastig, muss ich gestehen, aber mit dem Kampfsystem werde ich halt wirklich nicht mehr warm. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, mir es einfacher zu machen, mache ich das. It's around here, right? The caverns or whatever I mean. Cambria Caverns. He said they were south of the Meadow of Triumph. Und ich habe aber nur die Sorge, dass mich das irgendwie im Late Game dann, dass mir das im Late Game auf die Füße fällt.
Ich nehme an, da müssen wir dann... Durchquere die Höhle über die Wiese des Triumphs. Die Höhle wäre ja wahrscheinlich eher das dann, aber... weiß. Halt, das... Ist das ein Wegweiser? Here they are. Das ist ein Wegweiser. So. Felsen... Felszackjoch, da wollten wir durch. Gut, dann ist es doch das südliche Ding. So, dann kämpfen wir hier nochmal. Ich werde jetzt mal ein bisschen was beobachten. Here I go! I command it! Purging flames around! I'll take them all! Flame all over! Right. Awake and redder! I like this! Rockland! Oh. I command thee! Ready? Purging bigger! Howling cyclone! Ready? It's weak against fire! Lion's howl! Time you learn some humility! Here I go! Blade bang! Hang on, everyone! Zack, zack, zack. Yay, another empty victory. So, Erfahrungspunkte habe ich jetzt 153 gekriegt. Ich teste jetzt mal kurz, was er mit den Erfahrungspunkten auf sich hat. Diverse Einstellungen. Kampfschwierigkeit einfach. Ein einfacher Schwierigkeitsgrad, der auch ohne Übung in den Actionkämpfen Spaß macht. Das klingt doch gut. Zurück. Nein, bestätigen. So, mal gucken, ob mir das jetzt was bringt. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas Interessantes neu? Abwehrsteigerung. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. Nope. Aufstieg. Halte bei einem verborgenen Art X gedrückt, um eine Kombo mit einem höheren verborgenen Art zu wirken, falls du eines gelernt hast. Habe ich eins gelernt? Sind das diese Sonderdinge, wofür ich 3 Stoßanzeigen brauche? Nehmen wir das mal. Partnerstoß. Ja, stimmt, aber ich will nicht aus Versehen meine Stoßanzeigen vergeuden. Normal halte nach einer Kombo R2 gedrückt, um eine Stoßanzeige zu verbrauchen. Beim Partner 50 Ausdauer, um beim Partner 50 Ausdauer wiederherzustellen und sofort einen Folgeangriff gegen das Ziel ausführen. Nein. Normal halte. Gibt es hier noch mehr? Nee. Kettenstoß. Normal halte nach 3 Kombos R2 gedrückt, um eine Stoßanzeige zu verbrauchen, 50 SK wiederherzustellen und eine neue Angriffskombo auszuführen. Na doch, wir nehmen das mal rein. Obwohl, nee, das beißt sich wahrscheinlich. Ach nee, die werden verbraucht. Nee. Ich will erstmal nichts benutzen, was mein Mana verbraucht. Meine Ausdauer. So. Ich hoffe mal, dass mir das jetzt hilft, mehr Spaß am Spiel zu haben. Ready, everyone? Gravity rules everything. It's weak against fire. Flame has the dragon. Pyrogenic ring. Gravity rules keinen Unterschied. Aber vielleicht gibt's mehr Erfahrungspunkte. Wer weiß. Tiger Blade. Come on, everyone. Now, Crimson. Gravity rules everything. Perfect. Blade bang. Chameleon ring. Gravity rules everything. This is on. It's time. Ach, komm mal, verschwende ich mein... Nicht die Stoßanzeigen. Nicht gegen so eine Typen. Ich habe zumindest das Gefühl, der Kampf geht schneller. Ich habe 100 Erfahrungen. Also ich glaube, dadurch, dass es weniger Monster sind, dürfte sich das ungefähr halten. Ich behalte das mal im Auge. Für heute lasse ich das auf jeden Fall erstmal so und ich werde mir dann mal durchlesen, ob das vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, Nachteile für mich bringt.
good to go, Rose? Blazing demons, come forth! Clock trigger! Strike! Burning strike! Wenn nicht, dann bleibe ich einfach bei dem einfachen Kampf. Weil, das ist ganz wichtig, ein Spiel muss Spaß machen. Es soll Spaß machen. Es muss nicht immer schwer sein. Und das gilt ganz besonders für Spiele, die lang sind, meiner Meinung nach. Dann finde ich das sehr legitim, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, Aspekte, die man nicht mag, kurz zu halten. Guess we should do this. Awaken, Rudder! Strike! Earth Dragon Bang! Yeah! I command all my children! Clock Trigger! Ich lese mir das gleich durch mit dem Durchwaschen. Weil das ist halt hier das Problem. Ich würde das glaube ich nicht machen, wenn ich halt nicht das Gefühl habe, dass das mit der Ausdauer ein bisschen broken ist. Also zumindest vom Gefühl her. Und halt auch irgendwie zu oft ins Leere schlagen, weil die Gegner nicht da sind, wo ich sie gerne hätte. Es ist halt so eine Kombination aus Sachen, die mich am Kampfsystem stören, weshalb ich gerne Kämpfe ein bisschen leichter hätte. Ja, das mit den Bossen, das ist ein interessanter Einwand. Vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich es vielleicht vor Bossen auch wieder umstellen. Und durchrushen wäre es ja nicht. Ich habe das ja runtergestellt, weil ich mir einfach Grinding ersparen will, so gut wie möglich. Ich habe keinen Bock, in diesem Spiel zu grinden. Nicht mit diesem Kampfsystem. Und wenn ich das minimieren kann, weil ich glaube, ganz drumherum kommen werde ich nicht. Dann bin ich bereit, das zu tun. Aber den Bossen habe ich halt auch so meine Bedenken. Deswegen mal gucken. Wenn ich irgendwie merke, dass ein Boss in der Nähe sein könnte, dann werde ich es vielleicht wieder zurückstellen. Weil es geht halt wirklich nur um die Ersparnis zum Grind. Indeed, that's the end of it. Das mit den weniger Erfahrungspunkten klingt ehrlich gesagt als ein Nachteil fürs Late Game. Deswegen, das will ich nochmal recherchieren, ob das Tatsache so ist. Weil es klingt widersprüchlich, weil damit mache ich das Spiel nicht leichter, sondern ich ficke einfach den Spieler, der halt das Spiel genießen will, aber halt keine Lust hat, sich jetzt oder nicht so gut ist in den Kämpfen und das halt einfach nicht anders gebacken kriegt. Dementsprechend, das mit den Erfahrungspunkten will ich halt nachgucken, weil wenn das wirklich so ist, wie gesagt, dann fick ich einfach den Spieler, der halt sich dazu entscheidet, ey, ich will ein leichtes Spiel spielen, weil der ist dann am Arsch, wenn das Spiel zu Ende ist, zum Schluss. Ja, es klingt halt einfach zu abstrakt, weil halt derjenige, der halt sich für den leichten Weg dann entscheidet, halt wirklich einfach mal zum Schluss den schwereren Weg hat oder halt eher noch sagt zum Schluss, dann spiele ich das Spiel halt nicht zu Ende, weil ich komme hier nicht mehr weiter, ich stoße hier gegen eine Wand. Und das kann eigentlich kein Spieleentwickler wollen, dass ein Spieler, der irgendwie sich die meiste Zeit um das Spiel bemüht hat, halt dann aufgibt, weil es halt zu ätzend wird. Oh, was sind das für rot leuchtende Knälchen hier? Strike,
Weil normalerweise heißt leichte Kämpfe ja, dass es entweder mehr Erfahrungspunkte gibt oder man weniger Erfahrungspunkte braucht zum Level. Ja, das ist ja teilweise Tatsache der Punkt, dass man halt leichter vorankommt. Weil, also quasi, dass man quasi unter Umständen, ich kenne das halt auch von Schwierigkeitsgraden so, dass halt man mehr Erfahrungspunkte kriegt oder halt schneller levelt auch. Damit man halt quasi ein leichtes Spiel hat, ein leichtes Spielerlebnis. Das kenne ich durchaus, ja. Is that a monolith? So. Aber ich frage erstmal so, ist denn nachvollziehbar, was ich meine mit, dass der Spieler, der halt sich für den leichten Schwierigkeitsgrad zum Schluss dann bestraft wird, nur weil er halt keine Lust hat, ein Spielsystem zu machen, was ihm vielleicht nicht liegt? Ja, so würde ich es nicht vergleichen. Ich bleibe ja quasi auf demselben Niveau. Ich verstehe... rote Kräuter. Ich verstehe, was du meinst, ehrlich gesagt. Was heißt ehrlich gesagt? Ich verstehe, was du meinst. Ich habe halt nur so, wie du es schreibst, habe ich halt Angst, dass wenn ich halt auf leicht stelle... ich dann zum Schluss Probleme habe gegen den Boss, gegen den Endboss. Okay, also hätte ich keinen Nachteil beim Endboss. Sag ich jetzt mal. Auch nicht, wenn ich beim Endboss dann wieder auf Normal stelle. Ja, aber auch wenn ich dann wieder normal stelle, wegen, ich will den Boss halt besiegen, weil mir gefällt halt das Kampfsystem wirklich überhaupt nicht in Tales of Cisteria. Das muss ich leider so hart sagen. Ich finde es halt sehr, sehr lästig. Weil die Ausdauer ist schnell am Ende und ich kann nichts dagegen tun. Zumindest wirkt es nicht so, als könnte ich irgendwas tun. Und wie gesagt, manchmal schlägt man einfach ins Leere, weil halt Gegner sich gefühlt bewegen können, obwohl ich sie gerade an der Mangel habe. Okay, dann spielen wir es mal jetzt nochmal gedanklich durch. Wenn ich jetzt vorhätte, diese... Also wenn ich jetzt vorhätte, so wie ich es gerade beschrieben habe, dass ich diese ganzen Mobs auf leicht bekämpfe und dann für Bosse wieder auf normal stelle, dann hätte ich wahrscheinlich, nachdem, wie ich deine Erklärung verstehe, hätte ich dann ein Problem. Ist das so richtig oder nicht? Genau, dann hätte ich ein Problem. Okay, dann werde ich vorsichtshalber wieder auf Normal stellen. Ich werde das erstmal auf Normal stellen, bis ich das irgendwie... ich hasse das, wenn man... So, habe ich das jetzt gespeichert? Ja. Bis ich das nochmal recherchiert habe. Was nicht heißen soll, dass ich nicht glaube. Ich will es nur halt einfach nochmal mit eigenen Augen lesen. So, was haben wir denn hier? Automatische Endgültigkeit. Wenn die gesteuerte Figur über mindestens drei... ich will das nicht automatisch machen. Verdeckte Abwehr. Verringere bei der Abwehr die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Ja, das nehmen wir. Dann meine nächste Frage. Wie sehr ist Grinding nötig für den finalen Boss?
Oder ist das vollkommen ausreichend, wenn ich ganz normal das Spiel spiele? Okay, here goes. Rolls leecher, leech. It's dangerous to fight them in close. Okay, das werde ich machen. Level 30 haben wir hier scheinbar. Combat. So what's the difference between the leech and leecher? Tiger blade. Now. Wait, brother. Don't push yourself, Lila. Gather and grab attention to her. There you go. Back off! Zack, zack, zack. I got you! Gotcha! Time you learn some humility! Got it! Go for it! Die! Splat! Cleaver! Next! Awaken, Rudder! Edna, be careful! The kind that'll nein, das wollte ich nicht. Multiple currents! Sollte... I can manage! Auch, dass ich dieses Umswitchen von Gegnern, die ich kämpfe, also das Anvisieren, ist auch ein bisschen umständlich. Disappear! Lions have sweet dreams. You're finished. Awaken, Redder. I like this. We're survivors, no matter the odds. Ja, viele Gegner mitgenommen ist halt die Frage, was heißt viele Gegner? Weil du meintest einmal, ich muss alle Gegner mindestens einmal besiegen. Das werden wir mal sehen. Tales of Arise, weil aktuell, nach dem aktuellen Standpunkt, habe ich kein Bedürfnis, jemals wieder ein Tales-Spiel zu spielen. Weil das hier schreckt mich tatsächlich vom Kampfsystem so sehr ab. Und jeden Gegner einmal zu besiegen, schreckt mich ehrlich gesagt nämlich auch ab. Ich teste jetzt mal das mit dem Level. Level 30. Oh, ey, immer dieser andere Knopf, den ich drücken muss. So, Level 30 und mal gucken, was jetzt kommt. Sweets are so good, especially after a battle. So, nu? Was muss ich jetzt hier machen? Das haben wir ja festgestellt, dass das hier dicht ist. Jetzt gehe ich hier wieder raus aus der Höhle, oder was? Ja, aber... JRPG ist echt nicht meine Stärke. Ach genau, ich habe ja hier... Bringt mir das was? Nein. Was will das Spiel jetzt von mir? Oh, da ist noch eine Truhe. Die nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Käsekuchen. Ich liebe Käsekuchen. Außerdem, das nächste Jahr ist erstmal pickepacke voll. Ich habe jetzt schon, glaube ich, 10 oder 15 Spiele auf der Liste, die ich im Stream spielen will. Das ist auf. So, was will das Spiel jetzt von mir? Nein, falscher Knopf. Durchquere die Höhle über die Wiesen des Triumphes. Aber bin ich hier falsch? Bin hier falsch, glaube ich. Truhe? Muss ich vielleicht dadurch? Durch den Dungeon? Ach so, du meinst mit dem Käse. Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht ist es eine Tiefkühltruhe. Wir haben nie. Es wird nie gesagt, was das für eine Truhe ist. Ja, wie gesagt, Tiefkühltruhe. Ja, aus. Kaya. Wer weiß, vielleicht ist das. Vielleicht ist es einfach nur. Stil. Deko, quasi. Da steht jemand. Vielleicht sieht die einfach nur aus, als wäre sie aus Holz, aber dabei ist sie halt nur verkleidet. Sergei hat mir die Situation geschildert. Der Eingang zu der Cambria-Höhlen liegt geradeaus. Er ist ziemlich klein, aber wenn man erst drin ist, wird die Höhle größer, also nicht verlaufen. Ah ja, ein Labyrinth. Cool, cool. Also ich würde nicht hinterfragen, dass die aus Holz ist, zumindest optisch,
Weil ich würde erst eher fragen, wie werden diese Tiefkühltruhen mit Energie versorgt? So mitten in der Natur. Do you really think we can get through this way? Don't worry. You sound pretty confident. Is it just a hunch? No. I can feel the wind. The wind of change, I guess. There's nothing in the universe cooler than a secret passageway. Especially one underground. Totally! A maze of twisty little passages with exits galore to who knows where! Like the back of a waterfall, or the bottom of an old abandoned well. Yes! Nicleo gets it! Glad someone gets it, because I don't. I don't want to get it. Boys just love things like this. In this case, I don't know about boys so much as... Children, right? Gemein, aber witzig. Wenn ihr gerade ausgeht, verlasst ihr bald die Höhle, Hirte. In der Höhle gibt es noch unentschlossene Wege. Wenn ihr also den Hauptweg verlasst, kann alles Mögliche passieren. Bitte seid vorsichtig. Vielen Dank für die Sorgen. Moment, ich habe auf leicht gestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Level 60. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Gut, gut, gut. Dann werde ich das mal... Ich werde das... Okay, dann... Ich werde das Spiel dann einfach mal so spielen, wie ich es natürlich spielen werde. Ich werde jetzt nicht aktiv unnötig viele Gegner aufsuchen. Und wenn ich halt gegen eine Wand stoße, dann muss ich mir halt was Neues überlegen. Aber ich sehe mich nicht grinden, auch nicht offstream. Bei Digimon mache ich das noch, weil das Kampfsystem zumindest nicht in der Form, aber das ist halt sehr Pokémon-lastig, sag ich mal. Und das lässt sich halt gut beschleunigen. Dieses Kampfsystem kann ich nicht beschleunigen. Also deswegen, das würde das Grinding, glaube ich, auch nochmal einfacher machen, wenn ich sagen könnte, ich kann es beschleunigen. Wenn nachvollziehbar ist, was ich damit meine. Counting on you, Lila! I command me! Lion's Howl! Claw Trigger! Strike! Down! Radiant Heat! Flare Shot! Gravity Roll Concentrate! Grab the trigger! Jake Heat! Hang on, everyone! Concentrate. Ready? I can now! Cleaver! Solid thrust! How careless of me! Now! It's over! I'll end this! Hang on, everyone! I'll end this! Light heat! Solid thrust! Yeah! I'll end good, right? Crazy demon! I will smite evil! Splendid job, Sarai! Let's keep it up! Ja, also ich mache mich ja... ich mache mir Tatsache... nur Sorgen um das Ende quasi. Beziehungsweise ich erinnere mich halt, dass ich halt ja schon gegen Minibosse teilweise Probleme hatte. Oh, irgendwas ist hier. Und ich halt echt kein... Ja, ich hab's ja auch gesehen, dass die Stärke halbiert war. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, du. Was bist du? Jetzt ist weg. We can't hold back if we won't win. Ringgeister. Das sind Ringgeister. Was bist du? Gespenst. Quit it with the wordplay and just fight already. It can call for help, so we should defeat it first. Okay, wer von diesen Knirschen liegt jetzt nach Hilfe? Lord of Fire! Gravity rules everything! Sleeping Dragon! Grab the trigger! Glimmer Dragon! Gather and grab the protection! Strike! Barrier! Edna, be careful! Idiot! Burn away! Strike! Edna, nein! This doesn't look good! Das wirkt wirklich nicht gut. No escape! Warum sterbe ich gerade? Release my spirit! Iron Curtain! Wo ging sie eigentlich?
Schwäche Feuer. Warum tut sich denn der Feuerknecht so schwer? We're survivors, no matter the odds. Ah, das lief nicht gut. Oh, das meine ich. Ich fühle mich irgendwie teilweise halt so schwach. Aber ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder nicht. Ich versuche es jetzt erstmal ohne irgendwie. Du hast vollkommen recht, Laila. Wir sollten erstmal unsere Gesundheit restoren. Was sag ich hier? Mit schwarzes Zeug. Bei allen die ursprüngliche SK schwarzes Zeug. Nee. Jetzt haben wir noch klebriges Zeug. Von mir macht auch schon gar keinen Unterschied mehr. Eis am Stiel. Eis am Soft-Eis. Ich habe sehr viel Soft-Eis. Soft-Eis. Was war die Grenze nochmal? 12 oder 15? Von Items, die ich gleichzeitig mit haben kann. Ich habe es leider wirklich gerade schon wieder vergessen. Ich glaube 15. Warum ist denn Edna schon wieder tot? Ach, Edna. Ernsthaft? Was passiert denn hier? Was verpasse ich? Was übersehe ich? Warum stirbt Edna ständig? Irgendwas übersehe ich und ich weiß nicht was. Da guckt man einmal hin und Edna ist tot. Dabei ist sie weit weg von allen Gegnern. Rising sand! Echo shock! Come to my side! Rock satellite! Release my spirit! Hallo, was für ein Baum kann ich mich gerade nicht bewegen? Rising up! I got you! Ready? Ey, ich hasse es gerade. Eat this! That won't work! Quiver! That won't work! I got you! Fluent surge! Lord of fire! Eat this! Release my spirit! Rhapsody! Nein, falsch. Purify the earth! Echo shock! We're survivors, no matter the odds. Oh boy. Diese Gespenster sind widerlich. Erstmal nochmal ein Soft-Eis. Ja, Soft-Eis. Ja. Warum mach ich nicht? Nehmen wir noch eins. So. Dafür, dass ich vom Weg abkommen kann, gibt's hier gar keine anderen Wege. Hm? Hallo, du. Wer bist du? Erhöhung nach 10 erzielten Treffern plus 5. Was? Interessant. Kurzschwerter, wo ist... Oh, ich habe keine Assassin-Dolche mehr. Interessant. Ich glaube, ich gebe das mal Edna. Obwohl der Kalzitsturm ist wahrscheinlich stärker. Gut. Verstärken wir mal Edna. Auch das habe ich bis jetzt noch nicht ganz begriffen. Wie ich das irgendwie verbessere. Also, wie ich das tauschen kann. Probably. Did you feel it too? The wind? I think I kind of did. Aber ich muss sagen, das Speichersystem ist besser als bei Digimon. Tut mir auch leid, dass ich so viel geschimpft habe. We're home free. Praise the sun. Praise the sun. Ah ja. It looks like I spoke too soon.
A Hellion. Level 36. Welches Level habe ich nochmal? Gut, dass wir Feuer nicht haben. Die anderen kann ich hier nicht dabei haben. Welches Level habe ich gerade? Wo kann ich das nochmal nachsehen? Kann ich das hier nachsehen? Level 2. Ach du Scheiße, und das mache ich halt. Ich habe jetzt Level 22 und mein Gegner ist Level 36. Und ich habe das Gefühl, ich muss halt irgendwie grinden, damit ich standhalte. Dass ich überhaupt ganz normal durch die Story durchgehen kann. Das ist mein Problem. Genau das. Was haben wir als Strategie? What is it doing in a place like this? Is it bird or beast? Yeah, the last thing we need is a bunch of flocking griffins. Rose, a nice young lady really shouldn't... Come on! I didn't mean it like that! Choose your birds more carefully. I will smite evil! I got you! That won't work! Rose, eyes on the prize! Be gone! Cry out! Take this! Now then! Be gone! Cry out! Rockbringer! Lord of Fire! Echo Shock! Whoa! Pillars of Flame! Echo Shock! Take this! Purgatory of Flame! Cry out! Take this! Vermilion Crescent! Burning Shard! Pillars of Flame! Get lost! You're pretty much screwed. I'm in a bind here! Drop them! Pillars of Flame! Fairy Circle! Break through! No, don't push yourself off! Unleash your hidden power! Take this! Infuse it! Ready? Go! Unleash your hidden power! Purify the earth! Imbue it! Fairy Circle! I'm in I'll strike you down! Ist nicht gut. Scheiße. Warum lasse ich hier... Ich kann nicht fliehen. Cool. Release my Lila. Ey, die sind halt wirklich einfach mal 14 Level unter dem. Er ist 1,5 mal so stark wie ich. Das war mein großer Kritikpunkt. Genau das. Genau das war mein Kritikpunkt. Scheiße. Okay. Der nächste Miniboss, der mir hier entgegensteht, an dem ich nicht vorbeikomme, ist 1,5 mal so stark wie ich. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Was tun? Versuch's einfach nochmal. Scheiße. Ja, ich bin bereit. We can't hold back. Ich kann halt nicht weg und das ist zum Kotzen. We won't win. A griffin. What is it doing in a place like this? Is it bird or beast? Yeah, the last thing we need is a bunch of flocking griffins. Rose, a nice young lady really shouldn't... Come on. I didn't mean it like that. Choose your birds more carefully. Warum ist denn zurecht schon tot? Who's rough her leg? Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Captain Ewan! Be gone! Du Knalltüte, heilst uns jetzt mal. Ah, womit?
Shattering Fangs! Open the floodgates! Bubble arrow! This is bad. I'm in a bubble arrow! Pierce and explode! Spirit cleansing! Elixir protect! Azure assault! Echo shock! Offer your protection! Flowing surge! Back off! Shadow shock! Multiple smite evil! Smite my enemy! Rampaging giant! That will smite evil! We're pretty much screwed. Purify the earth! Freeze, Lancer! Purity! That will pour! Flowing surge! Flash! Be gone! Echo shock! Wolfbringer! Ice Reaver! Rising Sam! Echo shock! Take this! Yeah! Splash! Come to my side! Left shadow light! Here! Spirit cleansing! Cry out! Take this! Come on! Rising Sam! Echo shock! Rising Sam! Blistering Fangs! Rising Sam! Echo shock! Rising Sam! You're pretty much screwed. I'm in a bind here. Ich stelle mich jetzt mal kurz ein bisschen beiseite. Fress hier so ein Apfelgummi. Yes. Too close, Mikleo. My all. Eat this. Iron Curtain. Rockbringer. Rising Sand. Cry out. We'll die and go it. Rampaging Giant. Iron Curtain. Rampaging Giant. Echo Shock. Here goes. Fuck! War bei dir der Levelunterschied auch so gut oder also und so krass oder hattest du irgendwie schon mehr gegrindet und ja, Haarschaft wäre jetzt übertrieben, so lange wie der aushält, aber besser als beim ersten Mal. Egal. Habe ich irgendwas, was mein Mana einfach mal so auffüllt? Stellt die KP und SK einer ist verbündet und komplett wieder her, stellt 3 SA wieder her und heilt K.O. Nee, das ist zu mächtig. Tauchen bis zum nächsten Aufenthalt im Gasthaus. Nee, das will ich auch nicht. Was haben wir hier? Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich ihn unterbrechen kann. Aber mein Problem ist halt wieder, zu oft fehlt mir irgendwie entweder eine Stoßanzeige, um vielleicht meine Leute noch schnell zu heilen, und oder Ausdauer, um irgendwas zu machen. Alle heilen 800 KP. Bei allen, die ursprünglich gerade um 10 wiederherstellen. Wow. Cool. Wäre geil, wenn ich das im Kampf einsetzen könnte. Fuck. Egal. Ja, ich bin bereit. Don't underestimate. Ready, roll everything. Griffin, what is it doing in a place like this? Is it bird or beast? Yeah, the last thing we need is a bunch of flocking griffins. Rose, a nice young lady really shouldn't. Come on. I didn't mean it like that. Choose your birds more carefully. Rockbringer. Rising Sand! Ready, go! Rockbringer! Blitz Bomb! Be gone! Echo Shock! Take this! May your soul! Rising Sand! Cry out! Take this! Burn Crimson! Yeah. Lila! And purify the earth! Fairy Circle! Du gibst mal Sore jetzt kurz. I won't lose this time. Rampaging Giant, Iron Curtain. Flowing Surge. Echo Shock. Rockbringer. Flowing Surge. Rising Sand. Strike. Rockbringer. Freezing Strike. Radiant Heat. Flare Shock. Iron Curtain. Rockbringer. It can't end here. Come to my side. Rock Satellite. Echo Shock. Breakthrough. No escape. Pillars of Flame. Cry out. Take this.
Scorched Valley! Rising Sand! Cry out! Rockbringer! Rising Blood Sand! Moon. Echo Shock! Burning Shard! Blood Moon! Purify Burning Shard! Fairy Circle! Iron Curtain! Take Real this! Fire. Burning Shard! Bring to your flame! Echo Shock! Come on! Be gone! Pillars of Flame! Vermilion Crescent! Molten Wall! Take this! Blood Moon! Be gone! Vermilion Crescent! Take this! Be gone! Echo Shock! Take this! Be gone! Try this one! Rock Saddle! Take this! I got you! What a formidable opponent! Ach, nein, war ein Arschloch von einem Gegner. Ich hab's Gott sei Dank ohne den Kuchen geschafft, ohne den Käsekuchen oder was auch immer ich gewählt hatte. Dementsprechend, Schwein gehabt. Eine Segenskugel erhalten, aha. Was mache ich damit? You are not ready to command the wind yet. I hate the wind. Huh? Edna! You alright? I just slipped, is all. Boy. We can't take Lady Edna anywhere, can we? Lady Meebo is talking. Nein, geh weg! Ich habe keine Zeit für... Ach, come on! Wo kommen die ganzen Trottel her? Gut, fein, hier. Wie stark bist du? Level 30. Warum sind die alle stärker als ich? Das nervt mich. Wie stark? Schwäche Feuer. Even their weapons are just huge. But that makes them slow to move. Don't get caught by those clods. Gather and grant me protection. Ah, schön, ich kann mich gerade. Lord of Fire. Gotcha. Rock Trigger. Gather and grant me protection. Release my Rhapsody. Barrier. Gravity rules everything. It's weak against fire. Grab the trigger. Earth Lord! The kind that'll swing at you. Echo Shock! Rockbringer! Gott, ey, ich muss das häufiger. Ich muss häufiger meinen Avatar-Zustand nutzen. Iron Curtain! Rockbringer! I'm a smite evil! Blade Bang! Vanillin Rain! Iron Curtain! Rockbringer! Shadow Shock! There's still more! That's the way! Cry out! Yeah! Let's get him! Everyone okay? Ich glaube, das ist momentan das, was wichtig ist. Good to go, Rose? Yeah! Level 26, na, damit kann ich auch schon eher leben. So. Aha, du wolltest also das Bad Ending triggern. Verstehe. An aged trend. Like it sounds, it's quite old. I'm getting old just listening to your explanation. What? Rockland! Au. Gather and grant me protection! Das war dumm, was ich gemacht habe. Ah! Okay. Don't push yourself alive! Versatile at ranged attacks. That won't work! Rock Release trigger. My spirit! Come to my side! Rock Satellite! Rampaging Giant! Iron Curtain! Rock Blood Moon! Drop them! Pillars of Flame! Rampaging Giant! That won't work! Take this! Be gone! Cry out! Ich hab schon wieder keinen Mana. Vermilion Crescent! Cry out! Pillars of Flame! Breakthrough! Scorch Trap! Not yet! What? Rampaging Giant! Cry out! Take this! Flow and Surge! Everyone okay? Ja, ich kann's verstehen. Ich hätte es wahrscheinlich auch versucht, hätte es mir nicht vorgewarnt. Dass quasi damit auch das Spiel endet. Aber, ja. Gut zu wissen, dass ich das quasi nicht machen darf oder soll. Zumindest nicht beim ersten Playthrough, sagen wir es so. Ein Erdring. Welches Level? Habe ich inzwischen Levelaufstieg? Ein bisschen. Nur Layla, aus irgendwelchen Gründen hängt Layla so weit hinterher. Warum levelt Mikio bitte besser als Layla, obwohl Layla im Team ist? Ja, aber... Ja, stimmt, aber wenn ich verliere, lande ich doch immer wieder im Kampf. Es sei denn, ich... Was ist für Scheiße? Jetzt kann ich nicht mal mehr Pflanzen abfackeln. Wenn ich verliere, komme ich doch eigentlich immer wieder in den Kampf, wenn ich das will. Außer ich wähle dann aktiv einen anderen Speicherpunkt. Oh Gott, ey. Was ist denn jetzt wieder? So. Bin ich hier.
Nehmen wir kurz logisch. Karte bitte. Ich bin hier. Kam aus der Höhle. Ich will da rüber. Da ist auf jeden Fall nur eine Truhe und ein Schleim. Nehmen wir den Schleim mit, weil ich brauche offensichtlich okay, Erfahrungspunkte. Was Level haben die eigentlich? Auch schon nur 30. Au! Ich wollte eigentlich irgendwie die Strategie ändern, aber irgendwie wollte er nicht. Amphibol-Panel, gut, aber den Windtypen benutze ich ja nicht. Das ist noch ein Kraut. Ich nehme an, rot ist die Steigerung von dem normalen, von den normalen Kräutern. Sag mal, wie komme ich hier weiter? Was übersehe ich? Oh! Klar. Feuer geht nicht. Aber das Schwert geht. Don't underestimate. Ich frage jetzt nur zu sehr, die Steine kann ich wirklich noch nicht bewegen, oder? Oder ich ja einfach auch nur einen anderen Knopf drücken muss. Nicht, dass ich die ganze Zeit schon hätte mir die Shortcuts durch die Steine bahnen können. Ja, okay, also kann ich es noch nicht. Da bin ich beruhigt. Das ist übrigens, ich finde es immer noch faszinierend, dass das das Hindernis, was mir am längsten irgendwie im Weg ist, diese random Felsen überall sind, dass ich die Fähigkeit zum Schluss kriege. Warum kriege ich die nicht als erstes? Oder zumindest mit als erstes. Ich habe alles andere zuerst gekriegt. So, ich will... Wo will ich hin? Map. Gehe nach Gododin. Gododin ist... wahrscheinlich die Stadt da hinten. Das heißt, ich will... da lang. Be on your guard! I command me! Got you! Fluent Surge! Focus! Let's give it up! Awaken, Redder! Let's go! Time you learn some humility. Raging Tide! Air pressure! Radiant Gun! Gravity rolls up! Pretty good, right? Pretty good, right? Grab the trigger! Sweet dreams! Awaken, Redder! Ready? Bird is the word! Ich bin gespannt, wie der... ich habe zwar viel gemeckert, aber ich freue mich tatsächlich auf den XXL-Stream für Tales of. Weil ich glaube halt wirklich, dieses Spiel glänzt, wenn man es länger spielt. Als kurze Chunks. So. Nach Westen, genau. Üderhöhle. Nach Norden den linken Tunnel nicht laufen. Nein, die Höhle interessiert mich erstmal nicht. Wir gehen hier weiter. Schon wieder ein Baum. Sarai, I'm counting on you. Strike! Play the fake way! How's this? Got it! Bird is away! Air pressure! Ready, kill! Was habe ich übersprungen? Was habe ich übersprungen? Da war ein Gespräch. Moment, ich gehe gleich wieder zurück. Ready?
Vermilion Crescent! Molten Wall! Pillars of Flame! You were quite strong, but we're no pushovers either. So, wo soll das Gespräch gewesen sein? Ja, some of us. Ich würde fast sagen, alle von uns, aber okay. Ein guter Hinweis, Laila. Dann essen wir mal ein Stück Kuchen. Soft-Eis. Sagen wir Soft-Eis. Essen wir ein Soft-Eis. So. Aber Gott sei Dank, dank Laila heilen wir uns beim Laufen. So, wo soll jetzt das Gespräch gewesen? Ach, hier. Sure is dry way out here. Yeah, it's a remote region like Elysia. But it looks hard to hunt or even farm here. It amazes me that people can even live in a place like this. Those humans sure are tougher than they look. Maybe they have some sort of special local product? Maybe. Anyway, our next destination is Gadadin. Are we going in the right direction, Rose? Yeah. It should be around the edge of this cliffside road. I think we're almost there. Okay. Let's hurry before we get attacked again. Gut, dass du die Schreibweise korrigiert hast. Ich wollte gerade sagen, na, du musst jetzt nicht so hart zu dir sein. Nur weil ich dieses Spiel spiele, würde ich jetzt nicht sagen, Hass ist ein hartes Wort. Nee, ich hätte wirklich... Ich finde, dieses Gespräch war jetzt auch so random hier. Warum war das mitten auf dem Weg? Egal. Ich würde sagen, ich gehe erst nach... nach hier, weil wahrscheinlich ist da hinten irgendwas. Sarai, I'm counting on you. Was seid ihr? Habicht? Das ist kein Habicht. Trust me, ich hab Habichte schon im echten Leben gesehen. Let's get them before they fly away. That goose flew the chicken coop. That doesn't quite make sense. A worthy apprentice rules everything. See you next. This is it. Try this on. Awake, runner. It's weak against fire. Ah, ich hab schon wieder keinen Mana. Ausdauer. Au, 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 au. Weil Mana ist im Prinzip ja eher die Stoßanzeige. So, hier wird doch hoffentlich irgendwas sein. Eine Silbertruhe. Ich glaube, Silbertruhe konnte ich öffnen. Das klappt auch nie. We can't hold back if we want to win. Clock trigger. Now's my chance. Das ist noch ein Baum? Kommt der denn her? Wo kommt der Baum her? Vermilion Crescent! No escape! Vermilion Crescent! Ah, ich hab schon wieder keine Ausdauer. Barrier! Release my spirit! Gravity rules everything! Strike! Draw the trigger! Vermilion Ring! Take this! I got you, Crimson Edge! The ruins are calling me. Cool. Die Ruinen rufen ihn. What's that? Kumpanenmaske. Hm, ist das... Oh, okay. Ist das ein Vogelnest? Hm. What kind of bird is this? A griffkite. It's a bird in the kite family. There's another one over there too. Very high up. Yeah, they're excellent at reading the wind. Look at it soar, swift and free. Yeah, through a sky clouded with malevolence wrought by earth dwellers. You don't suppose the griffin started out once as a griffkite? Perhaps. Malevolence deforms everything, people and nature alike. But malevolence can be cleansed. Through Sarai, you mean? Through all of us. Dann gucken wir uns doch mal an, was wir da haben. Kumpanenmaske.
Oh. Hast du dir Persona 5 gebaut? Hast du dir einen Persona 5 Charakter gebaut? Übrigens ist das momentan auf der PlayStation im Sale. Wenn ich nicht wüsste, dass ich mich wahrscheinlich über Persona 5 genauso ärgern würde wie über dieses Spiel, würde ich es mir, glaube ich, im Sale kaufen. Ein passendes Outfit dazu. Ich will mir das mal kurz in der Nähe angucken. L2. Und hoch. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Aktuell passt's nicht. Ihr Assassinen-Outfit würde halt ganz gut dazu passen. Obwohl, das passt auch schon zum Nana-Outfit. Aber wir lassen das erstmal. Zu Edna? Wir gucken mal. Ich kann es mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen. Es schließt zumindest gut mit dem Pony ab. Nein, falscher Knopf. Ich wollte es mir von der Nähe angucken. Hoch. Das ist diese Flugzeugsteuerung. Deswegen, ich drücke mal hoch und dann geht er nämlich runter. Daran gewöhne ich mich auch nicht. Ah, die bleiben erstmal ohne Maske. Ich bin mit der Maske noch nicht zufrieden. Zu Daisel würde sie, glaube ich, aktuell am besten passen. Aber dadurch, dass ich Daisel nicht benutze, brauche ich auch kein Outfit. Zumindest erstmal nicht. Ja, aber ich finde irgendwie eine Goth. You're there, aren't you? Eine Goth-Lolita ist irgendwie. Ja. Nicht so mal so. So, wo hat sie jetzt den Normien gesehen? Geht in dem Stein? Wo hat sie den Normien gesehen? Da. Snacks are done. Ich kann ihn sehen. Wie komme ich an den ran? Ah. Stoßanzeige Erhöhung nach Sieg plus 8%. Das will ich auf jeden Fall auf ihr haben. Klar, warum nicht? So, weiter geht's. Ja, also der war irgendwie knifflig zu finden, den exakten Punkt, wo ich ihn ansprechen kann. Der war gut, das war der erste Normin, der fand ich gut versteckt war. Looking for a fight? May your Well, soul you found it. Count Krista! Got it! Time you learn some humility. I will smite evil Pay on everyone! There! Here! Freezing strike! Count Trigger! Au, 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 au. Gott, diese kleinen Schleimviecher sind ein bisschen lästig. Wenn die nämlich einmal dran sind, verschwende doch die Anzeigen nicht. Let's keep it up. You were quite strong, but we're no pushovers either. So. Gibt's eigentlich sowas Ähnliches wie Sonderbonbons?
dass ich ganze Level steigern kann. I will smite evil right! Wonderful! Yeah. I will smite evil! Yeah! Flames I got you! Pyrogenic ram me! Cleaver! Ah, ich hasse es. Diese kleinen Drecksviecher, die sind schwer zu treffen und dann machen sie ihren Kettenangriff. Edna? Steht sofort wieder auf, haben wir uns verstanden. Rampaging Giant! Echo Shock! Rockbringer! This is it! Purging Flames from Rampaging Giant! I got you! Try this on! Iron Curtain! What a formidable opponent! So. Oh! Wir sind da! Sehr schön. I can sense the ancient tongue. Ja. Wow, ich konnte ihn von weitem sehen. Ernsthaft. Gehen wir rein. Was denn du? Dass er gesagt hat, ich spüre was, obwohl wir direkt davor standen. Ah, outsiders! Hey, didn't they say in school not to use that word? Oh, oops. Hello. Hello there. Is this new-looking building your school? That's right. The village chief built it. For the future of the village. Ja, genau. Das meinte ich halt. Es ist so merkwürdig. It's a bit plain compared to the rest of the town, don't you think? Are you kidding? We didn't have anything like this in my village. We always did want one, though. I'm Slenge, the chief of this village. What brings you two all the way out to our tiny corner of the continent? Oh, well, we're looking for a... We're here for work. Researching what people eat out on the frontier. Stuff like that. Your efforts are very much appreciated. Thankfully, our village has been spared the ravages of famine. In fact, it's even more bountiful than in years past. And we have the chief to thank for it. If there's anything we can help you with, don't hesitate to ask. You say that like you own the place. Kennst du Dragon Ball Abridged? Sort of reminds me of Alicia. Von Team Foster? I know, I know. We'll split up and try and find some clues about the Pope. Ah, schade. Das ist nämlich ein, kann ich nur empfehlen. Ist quasi eine Verarsche von Dragon Ball Z. Warum ich nur darauf komme, der Bürgermeister, Sledge, der klingt ein bisschen so wie Freezer aus Dragon Ball Abridged. Oder Dragon Ball Z Abridged heißt es, glaube ich, ganz genau. Kann ich nur empfehlen. Sie haben quasi Folgen von der Saiyajin-Saga bis zum Ende der Cell-Saga zusammengeschnitten, zusammengekürzt und neu synchronisiert. Es ist vielleicht der niveauvollste Humor, aber es ist kreativ und mir gefällt's. Aber vielleicht kann man damit auch nur was anfangen, wenn man Dragon Ball Z früher geguckt hat. Das weiß ich nicht. Aber nur deswegen kam ich drauf, weil Sledge halt klang wie Freezer. Nur ein bisschen tiefer die Stimme. Trank des Lebens, sehr schön, den brauche ich gerade. What's wrong? You look troubled. It's strange. This village seems rather prosperous. And that's a problem? The issue is why. Their source of income. Right. The land in this area is infertile and hardly fit for farming or hunting. It's far from any major thoroughfare and they have no local products to export. Isn't that weird? You'd think a place like this would be the first to fall victim to famine. There must be some explanation for all this. Hallo? Bei erfolgreichem Betäuben, perfekt. Das will ich doch auch. Trägt sie keine Weste? Ach nee, ist wahrscheinlich schon voll. Was ist denn das Scheiße an?
Kann jetzt nicht sein. Au, oh, deswegen. Gut, zu dir kommen wir nochmal. Wenn mein Team wieder beisammen ist. Warum hockt der da auf dem Stein? Gedaden sure seems like a happy village. Indeed, everyone here is so positive and active. They're all like family here. But I still can't feel the blessing of the Seraphim. True. The Guardian Seraph is missing. It seems that this place used to be rather barren. But it looks like the current chief was able to overcome these issues. I can tell the people here respect him a whole lot. I imagine they do. This would normally be such a desolate environment. Yeah, not just anyone could pull that one off. Rose? Is something the matter? Sorry, I was just thinking out loud. I'll tell you more once I've had time to investigate. In dem Stream morgen habe ich übrigens vor, ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen, ein bisschen darüber zu quatschen, was ich vielleicht auch im neuen Jahr vorhabe. Und ja, also ich glaube, morgen kann ein interessanter Stream werden, auch wenn vielleicht das Gameplay nicht für alle so spannend ist, wie es mir Spaß macht. Aber morgen wird zumindest für mich ein schöner Stream, glaube ich. What's wrong, Edna? Sie übt Fechten. Nothing. Just thinking about how Meebo insulted me earlier. Oh, I see. Anyway, it looks like there's some kind of ruin in the back of the village. And it's a pretty darn old one to boot. How old do you think? It's probably from before the Dark Period. It might be even older than I am. You don't mean from the Temperance of Everlost? If that's true, then this is an incredible find! Wait. Hey, Edna? How old are... Das fragt man eine Dame nicht. Never mind. Aber wahrscheinlich ist sie die Älteste aus dem Team. Halt, falscher Weg. Dezel, have you found any clues about the Pope yet? No. Well, if you do come across anything, let me know. One thing bothers me. The Chief. There was something out of place in his personal effects. His glasses! Lenses are a precious rarity. They're usually only available to those of nobility or holy orders. And Slenge only showed up here recently. There's dots there if you want to connect them. You mean to say the chief is... I'm just saying the possibility is there. Don't quote me on it. I'll look further into it. Thank you. Don't. Huh? All I'm saying is there's no need to thank me. All right. Er ist wahrscheinlich der Papst, hat aber vergessen, dass er der Papst war, weil irgendwas passiert ist. Ruin. Wait. You think they came here to apprehend the chief? They better not. Without our chief, Gedaden is doomed. There's no cause for worry yet. As long as they stay out of the Pure Land, we'll be all right. Malevolence. Let's go. There was malevolence coming from the chief. Why? I bet we'll find the answer inside that ruin. Yeah. So, bevor wir aber in die Ruine gehen. Du. Mein Team ist wieder bereit. Na komm. Jetzt habe ich sie schon komplett ausgebufft? Nee. Sehr schön. So. Gehen wir weiter. Gehen wir hier noch zum Shop, würde ich sagen. Oder? Das war doch der Shop. Ich bleib erstmal bei meinem Plan, dass ich hier nichts kaufe,
an Ausrüstung und davon lebe, was ich finde. So, Trank des Lebens. Ich glaube, davon will ich lieber ein paar wieder kaufen. So, nur noch mal zur Sicherheit. 15 kann ich maximal mitnehmen. Richtig? Oder waren es doch nur 12? Ich weiß nicht, warum ich auf 12 komme. Ich glaube trotzdem an 15, aber mir ist, als wären es weniger. Ja, doch, muss ja, weil wenn ich nur 4 kaufen kann, müssen es 15 sein. Okay. Ich habe es mir selber zusammengereimt. Nehmen wir noch die 40-40-Gummi. Heiliger Trank. Finstertrunk. Bei Verwendung taucht bis zum nächsten Aufenthalt im Gasthaus oder bis zum nächsten Mal, wenn du aus einem Kampf fliehst, ein Feind nach dem anderen auf. Also quasi, der bedeutet weniger kämpfen, der bedeutet mehr kämpfen. Okay. Sehr schön. Schaufenstergucker. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Geh mal kurz hier rein. Und wir speichern kurz. So, und was hast du zu. Was bietest du zu essen an? Ohne Pizza. Kebab-Pizza. Eine Döner-Pizza. Meiner Erfahrung nach nicht so geil. Effekt des Gerichtes stellt 40% der KP wieder her, wenn die KP der Person unter 40% liegt. Aber ein guter Effekt. Eintopf stellt 30% der KP wieder her, wenn die KP der ganzen Gruppe unter 40% liegt. Okay. Heilt Gift, wenn vergiftet. Eine Folienkartoffel. So simpel und doch so lecker. Ein Salat. Heilt Müdigkeit, wenn müde. Halte ich für ein Gerücht. Hilft mir jetzt alles erstmal nicht. Außer ich will das, aber das gilt wahrscheinlich nur für die erste Person, die dieses Schicksal ereilt. Das heißt, ich müsste es viermal kaufen, damit es halt im Idealfall jeder mal hat. Aber nee. 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 Gehen wir weiter. Da lang. Zum reinen Land. Wie sie- Moment, hier ist eine Sprechblase. Oh, und Turtles. Meine Reize ist Ärzte zu Ende, wenn ich ihn gefunden habe. Und wenn es 1000 Jahre dauern sollte. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Werden wir das jemals raus... Kriegt man das irgendwann mit, wann... wen sie sucht? Den Verräter? Danke fürs Geschäft. Jetzt kann ich meinen Reizen fortsetzen. So. Gehen wir weiter. Oh, ich muss mich wieder unsichtbar machen. Ist eigentlich auch ziemlich dämlich, wenn ich mich direkt vor ihren Augen unsichtbar mache, aber okay. Ernsthaft? Tut mir leid. Aber das sind nun mal die Regeln. Welche Regeln? Wir dürfen keine Fremden ins reine Land hineinlassen. Eine Truhe. Eine Truhe, habe ich gesagt. Biskuitrolle. Oh nein, warum kann ich mich an den jetzt nicht vorbeischleichen?
Das übersehe ich. I remember this place was in the Celestial Record. Oh! Edna. Wouldn't hurt to take a look. Komm schon, Edna. Do your thing. Endlich lerne ich Zertrümmerer. Well, that looks hopeless. Oh, does it now? Edna, you could use your powers. Give it a try. I certainly might. If you were to ask like so. Lady Edna, please do something about these rocks. This is no time to be joking around. Mikleo can't take Lady Edna anywhere, can he? Oh, for... Are you still hung up on that? Come on, spit it out. Lady Edna, I beg you to move these rocks, which I, the pitiful Meebo, cannot. Hey, that's longer. Well, I charge interest. Edna, I think that's enough teasing for now. We need you to do something about these rocks, Edna. Please help us. I didn't mean you. Maybe not. But I'm as guilty as anyone here of taking you and your powers for granted. Even though I've seen malevolence born from that very mentality. Gratitude is vital in all actions. Whether you're worshipping the Seraphim, or simply journeying with friends. Seriously, it's fine. I'll give you my ability, the giant strength. FYI, Saray doesn't get jokes. Nice. I'll try breaking down these rocks that the meek and pitiful Meebo couldn't. Not you too! He really doesn't get jokes. Endlich! Alle VMs beisammen. What mighty power! Oh? Haben wir hier irgendwas? Nein. What is this place? Some sort of warehouse? You got that right. For the stuff that's quickly becoming all the rage amongst the nobility these days. Elixir? Einfach mal was random. But my body feels oddly warm. Ja, vielleicht solltest du nicht einfach random Flüssigkeiten aus Flaschen trinken. Did I mention this stuff is highly addictive? Ja, offensichtlich. Make one sale and we'll race back for more. Pretty devious. So, is this stuff being sold officially under the authority of the church? The certificate carries the authentic stamp of the Church of Rowlands. But it looks like the sales profits are all going to this village. So that's what you meant about tracking the flow of money. If there's someone in Gadadin who can create an official certificate... It has to be the missing Pope! That explains the village's mystery funds. And the malevolence from the chief. So they're either conspirators or... Or the chief is the Pope. You! What are you doing in here? That has to be... Multiple current... Level 30, warum ist der schwächer als der Greifvollen? Egal, ich beschwere mich nicht. It really be? The chief? Ach, wie schön. Ich hasse es. Das ist auch wieder dieselbe Scheiße, die ich beim letzten Mal schon bemängelt habe. Dass ich verfickt nochmal wegen der Story-Cutscene alle meine Einstellungen in die Tonne treten kann. Was soll denn der Schwachsinn? Meine Güte, das kann doch nicht euer verschissener Ernst sein. Ich hasse es. Ja! Multiple currents. Gravity rolls everything. Smite my enemies. Oh, Moment. Das ist Tatsache so. Nein. Und jetzt wechseln wir. Und jetzt wechseln wir wieder die Figur. Okay. Wieder einen neuen Trick gelernt. Nein. Saray, you're definitely improving more. Yep, thanks to all of you. Thanks to us, indeed. Well, every little bit helps.
Normin-Oberhaupt. It's not the chief? So you are here to capture the chief. I knew it. I'll die before I allow that. Enough. What is the meaning of this? Are you Pope Macedra? I see you've done your homework. What would drive you to do such a thing? I would ask the same. I never desired the title of Pope. So then, why must I continue to perform its functions? I originally joined the Holy Order in order to give a small blessing, a glimmer of hope, to my family and those around me. But that is all. Wie selbstlos. But there are so many who cherish you. Sergei and the rest of the knights, and... I know that! That's why I worked so hard. I did all I could. I toiled for years and years, with no self-regard, for the sake of everyone. And then... I took a look around me, and there was no trace of my family left behind. They had scorned me as a man with no regard for his household. What was it all for? What fruits had I to show for my endless labors? Were you involved with the war against Highland? I abandoned everything. The war, my country, even my people. At that point, I was beyond all caring. I fled into the forest to meet my death, but these folks rescued me. The good and gentle people of Gododdin asked nothing of me, content merely to treat me as if I were one of their own family. And so naturally, he wanted to give something back to the village. Even if it meant dealing fake elixir. I care for neither the Empire nor the Church. Call me a coward if you like, but now I live for the sake of... my family, the villagers. Your family? I can sympathize with him for sure, but nevertheless, we need to bring him back. We can't get the spiritual powers without deciphering the inscription. And the Cardinal is too much to handle for the knights alone. But, on the other hand, without the protection and leadership of the chief, what will become of Gododdin? The same could be said for Pendrago. You see the problem? It was him running away that caused this mess. Why should he get a free pass? There's gotta be a way around this. Maybe he could crack the code for us and head right back here? But you know what the knights in the church are like right now. You think they just let him walk away? Chief! Are Chief! You okay? Hör dir an, was die Dorfbewohner zu sagen haben. Okay, das kriegen wir hin. Wenn das Oberhaupt verantwortungslos ist, was sagt das über die aus, die ihre Verantwortung auf ihn abgeschoben haben? Du kannst über ihn sagen, was du willst, aber er hat sein Leben riskiert, um uns Gododdin zu retten. Wenn das Oberhaupt krank ist, macht es keinen Spaß. Die anderen Erwachsenen sind total schlecht darin, uns Schulzeug beizubringen. Bitte, du musst unser Oberhaupt gehen lassen. Ich übernehme die Verantwortung für den Verkauf des falschen Elixiers. Du hast meinen unsichtbaren Freund süchtig gemacht, weil er dumm genug war, aus einer Flasche in einer Höhle zu trinken, ohne zweimal darüber nachzudenken. Ich werde fleißig lernen, damit ich das Oberhaupt eines Tages ablösen kann. Cool. Während der Herstellung erzeugt das Elixier ein starkes Gift. Ich vermute, dass das für die plötzliche Erkrankung des Oberhauptes verantwortlich war. Er hat das Elixier für uns gebraut, obwohl er sich des Risikos voll bewusst war. Jeder weiß, was für ein Mann unser Oberhaupt ist. Wenn du wirklich hier bist, um ihn mitzunehmen,
musst du erst an uns vorbei. There's no cause for alarm. My need here is finished. Everyone, please calm yourselves. Worry not, we are safe. The man standing before you is the real Shepard. Shepard, there's something I dearly hope you will understand. The villagers bear none of the blame here. This was all my doing. I just wanted to know the truth. That's all. So I'm leaving, as of now. Is that okay? I'm not sure. But what I do know is that you seem to trust this fellow. And that's enough for me. Rose. Some things in the world come down to more than just black and white. I am sure Sergei and the Knights will understand as well. But the real issue is, how are we going to get through the Cardinal's domain? Yeah, that. I wonder if we can crack it. The inscription's code? What, ourselves? It's not that crazy, is it? It's a man-made puzzle, after all. Might even be fun. That may be, but we better at least ask this guy for a hint or two. Shepard, if you don't mind, please follow me. It's a trap. Er wird uns wahrscheinlich jetzt sagen, dass die Kardinälin ihn weggetrieben hat, bla 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 bla. What is this? The Shepherd is granted four powers. Earth, water, fire, and wind. Er ist der Avatar. They are the blade that shall cleave the Lord of Calamity. Scattered across this land are the Shrines of Trials. They too are of earth, water, fire, and wind. Tests they are of power and spirit. The power is brought forth in the spirit, and the spirit captures the power. With balance may malevolence be purified. With imbalance, does the body smolder and burn? Test thyself, Shepherd, and brandish thy might. Rise to the challenge, and stake thy will on the outcome. The sacred inscription? He had it memorized? Not bad, even if it's still gibberish. What he means is, we can obtain four different powers in four different places, and for each one you have to pass a trial, I think. What he said. Got it. So we just have to find those places. Yeah, or don't tell me this is one of them. Indeed it is, Shepard. This is Ygraine, the Shrine of the Trial of Fire. May we enter? Funny time to start asking permission, I guess. The Shrine of the Trial is rife with danger. I cannot guarantee your survival. Will you still go? Of course! Hidden powers in a secret shrine? I'm there! Then go forth, young Shepherd, and face your trial. This place exists for you. All right. Ich glaube, einen besseren Punkt zum Schluss mal haben wir nicht, aber ich höre mir nochmal an, was die zu sagen haben. Giant strength, huh? I hate to admit it, but Earth Seraphim sure are powerful. Edna? Ouch! After using giant strength, my body gets all kinds of sore. Can you just try not to touch me? Oh, sorry. As you can see, I have a slender build. So by nature, I can't really hold anything heavier than an umbrella. I'm the most ladylike lady that ever ladied, you know. Well, whatever. But it does make sense that using such great power has a trade-off somewhere. Just don't tell Sarai about it. I don't want him to get all worried about me. Yeah, that's probably for the best. And just so we're clear, it doesn't mean that it's okay to touch me whenever I'm not using my powers. Got it? Yeah, I know. Okay, das hatte einen merkwürdigen Unterton.
Aber okay. Dann würde ich sagen, wir haben unsere Quest für den XXL-Stream am 25. Dezember. Am 25. Dezember 10 oder 12 Uhr, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Aber so in dem Dreh, so ist der Plan. Deswegen habt die Benachrichtigungsfunktion an in eurer Twitch-App, um dafür auch nochmal Werbung zu machen. Weil entweder ist es 10 Uhr oder 12 Uhr, je nachdem, wie ich aus dem Bett komme, bla bla bla. Und es wird ein XXL-Stream. Das heißt, ich werde mindestens 5 Stunden streamen. Das ist der Plan, mindestens 5 Stunden. Ohne damit ein festes Ende festzulegen. Morgen das erste Weihnachtsspecial. Darauf freue ich mich sehr. Dann am 24. Digimon um 10 Uhr. Auch da 5 Stunden sind angesetzt, Minimum. Oder grob 5 Stunden angesetzt. Am 25. Tales of. Und am 26. entweder Pokémon oder was anderes Weihnachtliches. Mal gucken. So ist der Plan. Seid gespannt, wie das alles funktioniert. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ne, nochmal. Und und das war jetzt genug Eigenwerbung, aber ich will halt die Werbetrommel trommeln, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Twitch sowieso sehr schlecht besucht ist, sowohl von Streamern als auch von Zuschauern über die Weihnachtsfeiertage. Aber ich habe Bock drauf. Deswegen, das wird schon. Damit verabschiede ich mich jetzt wirklich und wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.